So hat es rund um den Teufelsturm, einen Teil der alten Mender Stadtbefestigung, vor gut 700 Jahren wohl ausgesehen. Heute ist in dem alten Wehrturm der westfälische Karneval zu Hause. Ausstellungsstücke zeugen vom bunten Treiben, das besonders zur fünften Jahreszeit in der Narrenhochburg herrscht. Anders war die historische Nutzung. Zur Zeit des Hexenwahns war der Turm ein Gefängnis. Klaus Dambachmeier ist Vorsitzender der Karnevalsgesellschaft. Für ihn ist der Turm wie ein Zuhause. Er kennt dessen Vergangenheit, plädiert aber zu relativieren. Nein, das ist nicht grotesk. Das eine ist Vergangenheit, egal wie schlimm sie war. Wir sind in der Gegenwart, wir feiern hier. Es ist vielleicht sogar gut, dass man die vergangenen Belastungen durch Frohsinn, Spaß hier in diesem Turm wieder ausgleicht. Eine Art Entschädigung, aber keineswegs Schönrederei. Vergessen sind die Hexen also nicht. Auch im Pönigeturm wird an das Leid von damals erinnert. Hexenschreine dokumentieren über 100 Hexenprozesse. Erst diente der damalige Wehrturm als Gefängnis, dann als Heimat für arme Menschen. Die restaurierte Treppe soll an die schmale Stiege erinnern, die damals im Turm zu den Schießscharten führte. Wie die armen Menschen im 18. Jahrhundert hausten, ist auch im Schmarotzerhaus zu erleben. Museumsleiterin Jutta Teuding-Struck weiß, dass der Optik des Gebäudes eine Schlüsselrolle zukommt. Dieses hier ist verputzt, damit man nicht sah, dass es ein Arme-Leute-Haus war. Und typisch für diese Häuser ist die Situation, dass alles sehr eng, sehr niedrig ist, dass die Lichtverhältnisse schlecht waren, dass das Alltagsleben, so wie es früher stattgefunden hat, besonders augenfällig und besonders sinnfällig hier den Besuchern gezeigt werden kann. Arbeitsbeispiele belegen die Handwerkstradition, die im Schmarotzerhaus über Jahrhunderte gepflegt wurde. Die Küche zeigt, so schön wie die Fassade ist nicht alles. Das Leben in ärmsten Verhältnissen war Schwerstarbeit. Ganz anders ist es im heutigen Museum, einem Patrizierhaus aus dem Jahre 1730. Hier wohnte Johann Caspar Biggeleben, bedeutender Kaufmann und lange Jahre Bürgermeister Mendens, Mitte des 18. Jahrhunderts. Und hier knarren noch die Treppenstufen und man kann wahrnehmen, wie ein reicher Patrizier in dieser Zeit, im Barockzeitalter in Menden als Kaufmann und Bürgermeister gelebt und gewohnt hat. Die Sammlung, die zusammengetragen worden ist, die umfasst die gesamte Geschichte unserer Region und unserer Stadt. Die Geschichte geht weiter. Die Sammlung ist jetzt schon groß, doch das Museum will sie stufenweise ergänzen.